Herzlich willkommen zurück zum Müffel der Matjes im Tavernmaster. Wir wurden beklaut. Wir haben 2 Fässer verloren, deswegen an oberste Priorität den Wächter weiter ausrüsten. Dafür brauchen wir aber Geld. Wir starten jetzt erstmal den nächsten Tag. Wunderbar, zum Glück keine weiteren Diebe. Aufgefüllt wird ja auf dieser Etage zum Glück alles automatisch. Außer Erdbeeren. Wir haben so gut wie keine Erdbeeren mehr. Wir haben überhaupt keine Erdbeeren mehr. Warum haben wir keine Erdbeeren mehr? Alle verbraucht? Tatsächlich. Gut, das sind 2 Erdbeeren, aber heute, das dauert aber noch. Die schicken wir gleich nochmal welche los. Hier, Den Eimer. Komm, schicken wir noch einen 19er mit. Zack. Mehr Erdbeeren gibt's aktuell nicht. Wir brauchen wieder Erdbeeren für die nächsten Events. So, hier haben wir neue gekriegt. Verdiene mehr als 3.800 an einem Tag. Ob wir das hinkriegen, ist eine andere Frage. Serviere den ganzen Tag lang nur Suppen. Gut, das müssen wir am nächsten Tag machen. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir auch automatisch hin. Wir haben zumindest das nächste Rezept frei. Da gehen wir auf den Weg hin. Es klappt ja. Forschung läuft auch. Die dauert jetzt allerdings etwas, wegen den gelben. Aber das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm. Unsere Forscher hätten eh fast gekündigt. Aber es. So, die Köche müssten zumindest alle wieder in Arbeit sein. Geld ist gerade ein bisschen niedrig. Allerdings haben wir ja schon ein paar Ausgaben gehabt, ne? Alles gut. Gehälter, Abenteuer, Auffüllung, ja, Musiker. Aber es geht. Ich glaube, da kommen wir wieder ins Plus. Kein Problem. Erstmal warten, bis die Bude hier voll wird. Aber wie gesagt, bevor wir oben in den Hotels weitermachen, die haben wir zwar inzwischen frei. Hier bin ich mir noch nicht so sicher, den müssen wir erstmal frei forschen, aber ich will hier noch so ein bisschen Deko reinhaben. Ich glaube, den Gang wird auch noch ein anderer Fußboden kriegen. Hier soll auf jeden Fall noch was an die Wand. Ich will hier gerne noch diese Banner an die Wand haben. Hier soll noch was an die Wand. Hier soll noch Banner mit ran. Das kriegen wir alle schon hin. Das soll hier schon richtig schön hübsch werden. Das ist alles eine Frage des Geldes. Ich will aber halt gerne wirklich unseren Wächter erstmal komplett ausrüsten, damit sowas nicht nochmal passiert mit den 2 Dieben. Das geht ja gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Er hat uns 2 Fässer geklaut. Ich meine, die haben wir mittlerweile wieder hier, aber trotzdem. Das geht ja gar nicht. Wir haben auch noch ein Event laufen für die Gelben. Das kommt aber allerdings erst in 2 Tagen. Die Schlacht wird feiern natürlich nochmal. Wir haben immer noch erhöhte Getränkepreise, aber das passt so, weil so viel passt eh nicht in die Kneipe. Lüft bis jetzt aber sehr, 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 sehr gut. Also, wenn wir nicht wieder beklaut werden, ist alles in besser Ordnung. Hier, die bestellen gut. Hier wird gut bestellt. Wollte ich noch einen Apfelkuchen? Ja gut, das geht natürlich erst am Ende des Tages. Das können wir auch erst am nächsten Tag machen. Wegen einstellen. Bereit die Tomatensuppe 21 mal vor. Das ist Glückssache, ob das jetzt bestellt wird. Und das glaube ich nicht, dass wir das kriegen. Aber ab wann? Oh, was ist denn hier los? Die Judy hat Level Up. Okay, die gute Judy. Hier, bitte sehr. Noch mehr Geld zum Ausgeben. Oh, Geschwindigkeit tragen ist schon mal sehr, sehr gut. Aber Geschwindigkeit nicht tragen ist auch ein bisschen schwach auf der Brust. Ah, machen wir mal. So, Essen wird aber sehr gut ausgeliefert. Also, oh, schon wieder? Warte mal. Erstens, hier ist doch gar nichts. Doch da. Ihr beratender Fisch bringt jetzt auch schon richtig gut Geld. Freut mich. Und hier ist schon wieder einer mit Level Up. Jo, der Edwin. Gut, Edwin, bitte sehr, du bist Koch. Und was machst du eigentlich hauptsächlich? Hauptsächlich machst du Hauptgerichte. Dann haben wir die Hauptgerichte hier auch mal einen hoch. Sehr schön. Dementsprechend kann man sie dann natürlich auch passend skillen, ne? Ja, ich glaube, wir kommen langsam wieder ins Plus. Ich glaube zwar nicht, dass wir auf die 3000 kommen für die Aufgabe, aber abwarten. Jetzt geht mich erstmal das gute Abendgeschäft los. Damit wir noch ein bisschen dekorieren können. Die Kneipe sieht richtig gemütlich aus mittlerweile, ne? Voll, aber gemütlich. Auch hier draußen rennt schon so einiges rum. Sehr schön. Wir werden das Geld jetzt aber erstmal unserem Nachtwächter da schicken. Damit wir nicht wieder beklaut wird. Das geht erstmal vorrangig. Das geht nicht anders. Muss. Es muss. Das geht überhaupt nicht anders. Ja.
Und hier, das kann man ja mal eben machen. Wo der mal, das kostet ja nix. Ja, bloß welchen Boden machen wir da hin, ne? Nehmen wir mal den da. Hier so als Extragang. Hier geht's ja schließlich schnell zu den Toiletten und nach oben. Hier könnte man... Na, ist ja blöd. Da müsste ich den Banner wegnehmen, so einen Turm machen, aber... Hätte ich eigentlich schon gerne. Und dann müsste ich das Bannerchen hier... Warte mal. Das will ich nicht verkaufen. So. Machen wir das erstmal hier ran. Davon will ich ja eh noch mehr haben. Und dann können wir hier einmal... Warte mal. Bauen. Ich weiß gar nicht, ob das passt. Es gibt... Das ist aber das einzige Tor, was es hier gibt, ne? Ich glaube ja. So, gerne so als Extra. Und hier können wir dann einmal, damit es dazu passt, das mitmachen. Und obere Wand, da müsste dann wirklich hier das mit drin und das mit drin, damit es hierzu passt. Sieht das sonst ein bisschen aus? Ja, da haben wir das hier so ein bisschen. Geht schon. Bisschen abgegrenzt im Bereich. Das ist, wird hier schließlich der Toilettenbereich, dann passt das. Ja. Dann passt das sehr, sehr gut. Finde ich besser. Schon wieder? Was ist nur los? Jetzt hat die Madeline Level ab. Jetzt geht's über Schlag aus Schlachtung. So, Madeline, du machst garantiert Essen, ne? Yo. Finde ich kein Tragen, aber das Essen zählt auch zu Tragen, ne? Gut, wir hauen mal Tragen hoch. Sehr schön. Zieht da eigentlich das Geld, was ich ausgegeben habe, wieder von dem Verdienten ab für den Erfolg da? Oder zählt nur der reine Gewinn? Also der reine... Das ist ja nicht der Reingewinn. Das sind die... Die reine Bilanz, meine ich. Wie es aussieht, nur die reine Bilanz. Wir kommen trotzdem nicht auf die 1800. Neben Leben. Dafür müssen wir erstmal mehr Gäste in die Kneipe locken. Das wäre das nix. Aber das wird schon werden. Das kriegen wir schon hin. Immer mit der Ruhe. Gemütlich. Echt dann weiter aus. Genau, das wird ja alles bedient hier. Es ist hier eh gleich Feierabend. Immerhin, Plus haben wir gemacht. Scheiß drauf, ob das jetzt da klappt oder nicht. Das kommt schon irgendwann. Nochmal mehr mit als nur die drei da. Geht doch. Essen wird nicht mehr bestellt, jetzt ist es eh gleich dicht. Da kommt nochmal ein Ründchen Mate. Es wird ja alles wieder aufgefüllt. Sehr schön. Ja, ja, so können wir dann nach und nach hier alles austauschen. Wie gesagt, diese versteckten Tischen, die müssen hier auch noch hin. Da will ich mal gucken, ob ich hier noch eine Reihe dazu kriege oder so. Hier sollen denn halt diese Luxustische hin. Da muss ich dann mal gucken, wie ich das am besten mache. Jetzt ist hier erstmal schottendicht. Aber Dolly. Hat nicht geklappt, ne? Nein. Das könnte aber mit dem Event klappen, ehrlich gesagt. Hol, da kriegt man ja schon gleich die 2000. Da müssen wir den mal gucken. Aber wir machen sehr gut Gewinn mittlerweile. Also, yo. Also einen Gewinn haben wir von 1087, insgesamt 3031. Geht doch. Wir haben ja ein Biesle gebaut, jetzt nicht so viel, aber ein Biesle. Das freut mich. Verärgerte Guten haben wir keine. Sehr schön. Wenn wir jetzt aber gleich wieder ein bisschen Geld hier in Indien stecken, wenn wir den nach und nach weiter ausrüsten, du kriegst erstmal die bessere Waffe, mein Freund. So, das machen wir jetzt Stück für Stück. Da hat er zumindest schon mal 58% Chance, sich zu wehren. Der Rest kommt auch noch. Kann ich jetzt nicht zu viel ausgeben, sonst rutschen wir wieder zu weit ins Minus. Die Veranstaltung ist übermorgen, okay. Machen wir gleich den nächsten Tag, würde ich sagen, wird ja eh aufgefüllt. Oder? Ja. Ah, ich traue der Sache noch nicht so ganz. Die hat er sogar schon ein paar gezählt, aber das wird noch dauern. Aber das hat auch Zeit, wir brauchen die Küche nicht unbedingt jetzt, aber... So weit im Minus wollen wir jetzt nicht, Gott sei Dank. Da haben wir jetzt 54 von 100. Ah, ich habe schon wieder die Suppen vergessen. Ah, wenn ich es jetzt einstelle, bringt das nichts, weil die haben schon andere Sachen bestellt, ne? Ich hab's hier gegessen. Tut mir leid. Dann machen wir es nächsten Tag. Muss da auch irgendwann dran denken. Und nächsten Tag ist auch Mist. Wegen dem Event.
Wald absuchen ist fertig. Sehr schön. Der braucht noch einen Tag. Ah, Fleisch haben wir auch wieder da. Ehrlich gesagt bräuchten wir da auch ein bisschen mehr von. Dann machen wir erstmal das. 23, 22. Hier ist noch ein 22er. Nehmen wir einen 20er noch. Das sollte klappen. Wir haben das Geld bloß nicht. Ah ja, die sehen ja schon andere Sachen. Okay. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Sobald er was anderes serviert, zählt das ja nicht mehr. Unser Wächter ist zumindest schon mal einigermaßen. Es besteht zumindest eine Chance von 58%, dass er sie abwehrt. Das habe ich jetzt echt komplett vergessen. Kann er mal vorkommen? Unsere Forscher haben gerade nichts zu tun. Schade, dass sich die Forschungspunkte nicht ansammeln und man dann übernehmen kann für das nächste. Deine Hotelmöbel, das ist, ja, für die Zimmer, ne? Wie gesagt, erstmal Wächter jetzt. Das geht vor. Dim, dim, di, dim. Di, dim, ich glaube, das waren mit dem Fleisch 565. Gut, das haben wir gleich. Wie gesagt, wir sind ja noch mitten am Tag. Abendgeschäft bringt auch nochmal dicke Kohle rein. Bowling jede Menge Subin. Aber auch andere Dinge. Braut da noch. Hauptsache der Rubel rollt hier, würde ich sagen. Bau wird auch gut getrunken. Im Moment geht das. Sie haben noch nicht alle was zu tun. So, wir können Fleisch losschicken. Den nehmen wir ihn nochmal und den nochmal. Gut, das sollte klappen, aber wir gehen auf Nummer sicher. Zack. Sehr schön, sehr schön. Gut. Wegen dem Wächter habe ich das jetzt vergessen. Ich hätte nicht gedacht, dass da zwei Diebe kommen. Aber offensichtlich schon. Naja, gut. Wäre auch sonst so einfach, ne? Ich will aber auf keinen Fall nochmal beklaut werden. Auf keinen Fall. Und das nächste Teil, müsste ich mal kurz gucken, würde die Rüstung sein. 1600. Wow. Aber das muss hoch. Das muss hoch. Das nützt alles nichts. Kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin. Also bestellt wird hier ein Dauertag, ne? Der hat gerade nicht viel zu tun, aber wie gesagt, das meiste kommt auch komischerweise immer abends. Ich weiß nicht warum, aber ist meistens so. Was haben wir denn an Auffüllungen das ausgegeben? Ah, 633, ziemlich viel diesmal. Abenteurer sind relativ teuer, der Musiker auch. Aber es geht nicht anders. Obwohl, so viel Laufkundschaft haben wir auch nicht mehr, ne? Wenn man das mal so beobachtet. Die meisten sitzen den ganzen Tag hier drin. Es sind nur vereinzelt welche, die gehen. Und sie zahlen immer noch die teuren Preise. Das freut mich ja wenigstens ein bisschen. So, jetzt beginnt aber so langsam noch so Abendgeschäft. Die sind auch noch voll beschäftigt hier. Da wird auch nochmal bestellt. Und nimmt natürlich nichts mit. Aber das Gute ist, dass auch Trinkgelder reinkommen. Das freut mich. Dann haben wir jetzt am nächsten Tag das Event, ne? Jo. Gut, das Event gibt auf jeden Fall gut Geld. Die 80 passen rein. So weit sind wir ja schon. Ah. Wie gesagt, das mit den Tischen. Ich muss da noch irgendwelche reinquetschen. Hier vor ist doof. Hier vor ist echt doof. Hier irgendwie dichter zusammenquetschen oder so. Muss ich mal gucken. Könnte sie natürlich auch so drehen, dann würde ich wahrscheinlich. Das könnte man auch mal testen. So rumdrehen. Würde ich vielleicht da vier in Reihe kriegen oder so. Sie einfach drehen. Das müsste man mal testen. Aber dafür muss der Laden erstmal dicht. Dim, dim, dim. Wir kommen jetzt die dicken Moneten. Sehr schön. Jetzt wird der Laden voll. Jetzt ist das auch im Geschäft. Juhu.
Da sind ja eh alle unterwegs. Wurzeln dazu, ne? Aber weit nicht genug. Die sind ja auch noch schön am Lauchen. Ja, herrlich. Aber im Großen und Ganzen läuft die Kneipe gut. Bis auf den kleinen Diebstahl da eben. Rechnet ja auch kein Mensch mehr mit zwei Dieben. Das ist ja schlimm. Die wurden bestimmt angestiftet von Mutti. Das wissen wir doch alle. So, Essen. Na gut, bisschen Essen ist noch eine Arbeit. Aber jetzt kommen jetzt anscheinend keine großen neuen Bestellungen mehr. Aber das ist klar. So dick ist der Verdienst diesmal nicht. Aber wir hatten noch ziemliche Ausgaben. So, Essen wird gleich ausgeliefert. Sehr schön. Getränke, klar, die bestellen immer noch was zum Schluss. Das kennen wir ja schon. Aber sie bringt zumindest einen großen Teil nach weg. Es lüft also. Jo, jetzt ist Feuer im Gelände. Und da kommt natürlich nochmal die Restbestellung, die sie nicht mehr abholen. Weil im Punkt 0 Uhr ist ja Schluss. So, ich könnte zwar den Wächter jetzt ausrüsten, aber ganz ehrlich, dann sind wir gleich wieder im Minus. Nee, da warten wir lieber noch einen Tag. Ich glaube, besser ist das. Aber wir haben ja auch noch die Auffüllung. Immerhin noch einen kleinen Gewinn von 551. Was waren denn hier die teuren Ausgaben, wenn ich mal so fragen darf? Aber wir haben diesmal auch nicht ganz so viel verkauft wie sonst. Einen Gewinn haben wir gemacht, ja, aber nicht viel, ne? Auffüllen war diesmal ziemlich teuer. Verehrte Kunden, gab es keine. Ich hoffe, dass der Wächter ja so ein bisschen durchhält so, weil wir jetzt das Event haben. Dass der so wirklich jetzt... Ah, ich hoffe es. Wirklich ohne Probleme sich verteidigen kann. Das wollte ich nicht. Ich wollte hier. Wenn wir jetzt das Event haben... Warte mal, das war Suppen, ne? Ja, genau. Suppen. Das haben wir jetzt eh nicht. Ein bisschen weniger haben wir als vorher. Geh ich. Auch wenn wir jetzt das Event haben, aber dann gilt das für den Tag danach. Dann machen wir mal alles aus, außer Suppen. Auch wenn Suppen kaum Geld bringen. Hier kommen wir 16, 18, 17. Aber dann haben wir da zumindest mit da Bescheid. Gut, dann können wir jetzt aber auch gleich den nächsten Tag starten. Ich werde ihn jetzt noch nicht weiter ausrüsten. Die Idee kriegst du aber hin, oder? Jo. Wenigstens etwas. So, das haben wir. Da fehlen immer noch 4 Punkte. Ich denke mal, das kriegen wir aber auch hin. Vielleicht haben wir das jetzt sogar mit beim Event. Mal gucken. Und Supien. Naja, die essen da auch Supien, ne? Nur mal so nebenbei bemerkt. Glaube ja. Das war dieser komische Erbseneintopf da, ne? Oh, wovon wir nicht viele haben. Obwohl. Es geht. Oh, die Ausgaben sind schon extrem. 1798. Das ist nur durch die Auffüllung. Die sollten auf jeden Fall alle reinpassen in die Bude. Da bin ich mir sicher. Sehr schön. Komm, einer fehlt noch. Da, komm mal. Da haben wir die 2000. Und zählt die 2000 damit rein? Ja, tun sie. Den könnte es klappen. Den könnte es definitiv klappen. So, Jungs. Erdbeeren haben wir. Erdbeeren haben wir jetzt mal auf Vorrat. Wir brauchen aber definitiv neue Bühnchen. Geben viele kleine Tönchen, wissen wir. Aber wir brauchen die Tönchen. So. Na komm, hier. Komm mit. Zack. Sehr schön. So, die sollten auf jeden Fall hier mit zuzählen, die 80. Aber es reicht definitiv nicht. Ich werde das Event nochmal starten müssen. Jetzt im Moment. Warte mal, gibt's ja eh nur. Die essen mich nur die und der zählt als Suppe. Naja. Nee, was ich wollte ist, hier läuft ja gerade das Event, aber das gleiche Event werden wir es am Sonntag nochmal machen müssen. Um die letzten paar Leute zu kriegen. Eh nett. Was haben wir denn heute? Es ist Samstag. Kann ich aktuell nicht, ne? Nein. Gut, dann muss ich erstmal warten, bis das Event vorbei ist. Andere Events brauchen wir gerade nicht.
Aber es sollte gut Geld reinkommen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es heute mal klappt. Zumindest haben wir unsere Umkosten schon mal raus. Ich mag dieses Event. Das bringt richtig gut Geld. Zwischendurch haben wir mal Minus. Das sind die Tage, wo wir so viel gebaut haben. Groß und Ganzen machen wir aber Gewinn. Wir trinken ja auch hauptsächlich, ja, Bier und Ale. Ist ja alles da, sehr schön. Forscher haben aktuell nichts zu tun, aber das liegt einfach daran, dass wir momentan keine Forschungspunkte brauchen. Bin mal gespannt, ob das mit dem Geld klappt. Es sieht ganz danach aus. Es fehlen zwar noch knapp 700 ein paar zerquetsche, aber Tomatensuppe dürfte nicht klappen, weil die Schellen der Erbseneintopf, das vielleicht. Noch Häuschen abwarten. Wir sind da jedenfalls voll zugänge mit ihrem Bündchen. Bündchen kriegt vielleicht sogar ein Level ab. Abwarten. Aber so oder so. Allein schon durch diese 2000 extra lohnt sich dieses Event. Oh, unsere Alice. Lange Zeit mal wieder ein Level ab. Oh, Alice, der bist ausgeskillt, du. Das hier, kann ich ja dann einen anderen Namen geben? Wahrscheinlich, ne? Unsere gute Alice. Ja, was machen wir denn da mal? Alice macht hauptsächlich Essen. Na komm, dann machen wir Treppensteig. Ich will mal gucken, kann man deinen Namen da ändern? Tatsächlich. Tatsächlich. Denn ist das jetzt die gute Mutti. Sehr schön. Mutti muss sein. Es lift. Ah. Ja, es hat geklappt. Sehr schön. Ein Bogen fehlt noch. Ich denke mal, den werden wir auch noch kriegen. Da haben wir die 800 auch noch extra. Kommt doch jetzt langsam wieder. Dann können wir vielleicht jetzt auch unseren Wachmann am Ende des Tages vielleicht ein bisschen weiter ausrüsten. Das wäre auch sehr schön. Aber warten wir den Tag jetzt erstmal ab. Umso besser wir die Diebe abwehren, umso besser ist das. Der müffelnde Matjes will keine Diebe. Die werden hier nicht gebraucht. Absolut nicht. Oh, sag ich doch, der kriegt ein Level ab. Auch gleich 10 mehr. 54, sehr schön. Ah, ich mag es, wenn Essen teurer wird. Solange ich es nicht bezahlen muss. Aber wir bezahlen ja die Gäste, ne? Geld kommt immer so jede Menge rein, das freut mich. Im Team. Wie sieht es denn aus mit den Bündchen? Da sind noch 24 Bündchen, da sind noch 9 Bündchen. Wird reichen. Wir sind doch schon bei 19 Uhr. Dem. Herrlich. Vor allen Dingen hier die ganz gesamte Tafelrunde sitzt hier, ne? Sämtliche Ritter des Landes sitzen hier und saufen. Wer schützt denn da eigentlich noch den König? Der ist wahrscheinlich auch was saufen, was ich im Thron soll oder so. Wow. Okay, aber noch ist genug da. Das Auffüllen wird gleich teurer. Definitiv. Und das ist auch gar nicht so schlecht, ne? So ein kleiner Extragang mit den Toiletten und wo es nach oben geht. Ich glaube, das geht. Hier haben wir eine kleine Exo. Sieht auch nicht besser aus, als es anfangs war. Ich finde ein bisschen wenig Bauplatz, aber dafür kann man ja noch in die Höhe. Und da gehen die Ersten, sehr schön. Die zählen ja alle zur Forschung dazu. Wir müssen das Event aber definitiv nochmal ein zweites Mal machen. Können wir es aber im nächsten Tag. Oh, das werden wir sehen. Jetzt hauen sie langsam alle ab. Weil sonst kriegen wir das hier nicht fertig. Was bringt denn eigentlich der Kamingrill, wenn ich so fragen darf? Zeigt er mir nicht an? Naja. Besseres Essen oder sowas? Ich weiß es nicht. Ah, das hat Zeit, das hat Zeit. Wie gesagt. Ehe ist noch fertig. Auffüllen tut er ja zum Glück automatisch. Ich meine, wir haben ja eh nicht viel Verbrauch hier. Bloß hier. Bier und Ale ging natürlich sehr gut weg. Hat aber geräucht. Serviert haben die hier auch alles. Ejo. Ja, ja, es gibt ja natürlich immer noch was zum Schluss. Das kennen wir ja schon. Dem Team. So, da kein Essen bestellt wird, machen die hier jetzt mit, ne? Jo. Da kommt noch mal was. Leute, jetzt ist, glaube ich, schottendicht. Der muss sich mal angewöhnen, kurz vor Feierabend nichts mehr zu kaufen, verkaufen. Das geht so nicht. Ah, jetzt klappt das doch. Sehr schön. Raus mit den Leuten. Den verschwinden wir alle. War eine schöne Veranstaltung. Hat doch super Geld eingebracht.
Ich danke euch, wählt uns bald wieder, aber jetzt raus. Ein Gewinn von 3.197. Sehr schön. Braucht mir nicht 2.800. Ne? So muss es doch sein. Verärgert war auch keiner. Noch einmal kurz. Das mit der Subin hat auch geklappt. Sehr schön. Das nehmen wir auch nochmal mit. Wunderbar. Ich glaube, den kann ich jetzt rein theoretisch die Suppen wieder anmachen. Ich könnte zwar jetzt alles ausmachen, bis auf Tomatensuppe, dann haben wir das ruckzuck, aber ehrlich gesagt, das kommt von alleine. Dann machen wir es wieder an. Sehr schön. Und wir wollen ja auch andere Sachen verkaufen. So, Geld haben wir eine ganze Menge. Liebes Wächterlein, wo bist du? Hier, komm mal her. Der Forest. Hier, du kriegst eine bessere Rüstung und du kriegst auch einen besseren Helm. So. Urbedrohung 100%. Uns beklaut niemand mehr. War zwar teuer, aber es geht nicht anders. Und der Rest hat füllt sich von alleine auf. Wunderbar. Dann können wir uns jetzt einen Blick um die restliche Deko und Tische kümmern. Jeder will ein bisschen was hinquetschen. Mal gucken, wie das aussieht. Ich werde die mal versuchen umzudrehen. Vielleicht kriegen wir dann hier ein, zwei Tische mehr hin oder so. Wie wir es sehen. Für heute sind wir aber am Ende. Morgen geht's hier selbstverständlich weiter. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.